Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Bad Tux, hier auf dem Paulburger Server. Heute möchte ich euch das von Alfalterbach ins Leben gerufene Community-Projekt Famstreet vorstellen. In diesem Projekt geht es darum, dass man Leute mit auf den Plot einlädt, den Rechte gibt, unter bestimmten Regeln, dann den Plot ausbaut und dann mit gemeinsamer Absprache praktisch den Plot richtig schön gestaltet, damit andere Leute den besichtigen können und man sich wohlfühlt und man was zusammen macht halt, ne? Also einfach als Projekt gemeinsam was machen, Spaß zusammen haben. Und das finde ich wirklich, wirklich sehr cool. Und jetzt starten wir gleich mal die Tour, dann zeige ich euch mal, was bis jetzt gebaut worden ist. Auf geht die Tour. Hier vorne ist der Startplatz. Hier stehen die Regeln. Nicht ohne Erlaubnis bauen, klauen und griefing ist verboten. In dem Buch stehen die Leute drin, die hier Rechte haben auf Plot. Unter anderem ich. Dann habe ich hier eine schöne Brücke. Wie ihr seht, soll das Ganze alles ein bisschen urig aussehen, ein bisschen natürlich aussehen. Nicht so modern, wie die meisten anderen ihre Villa bauen, ihre Villen bauen, sondern alles ein bisschen, ja, so ein bisschen passend ineinander, übergehend, viel Natur. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich hau hier oben die Laternen gegen. Ich finde die ein bisschen tief. Lieber ducken. Und unten im Wasser, da haben wir auch ganz viel Korallen. Passt für mich nicht wirklich in der Waldlandschaft. Aber das gehört dazu. Jeder hat seine eigenen Ideen. Da muss man auch Kompromisse eingehen. Das gehört sich dazu. Das geht nicht anders. Dann habe ich ja das Gemeinschaftshaus. Da sind die Lagerräume von den Leuten, die hier bauen dürfen. Jeder hat seinen eigenen Raum. Kann drin lagern. Was sollen die vor mir wieder so viele Türen offen stehen? Weil eigentlich haben wir mal gesagt, die Türen sollten zu sein. Gerade weil wir einen Dieb bei uns hatten. Muss ja nicht sein, dass man das alles offen stehen lässt. Hier haben wir einen Verlosungsraum. Hier drüben einen WG-Raum von der Falterbach. Hier können auch weitere Leute ihr Zimmer einrichten. Das ist mein Raum. Einfach ein kleiner Lagerraum, wo man was reinpacken kann. Hier drüben entsteht eine Gemeinschaftsküche. Ein gutes Beispiel dafür, dass man eben durch Absprachen auch mal Änderungen vornimmt. Der Raum war super, wirklich schön gestaltet und toll, aber Herr Falterbach hatte die Idee, dass man einfach den Ofen bestückt und dann danach automatisch alles über Trichter in Kisten lagert, damit man sich die Arbeit erspart, das mal von Hand zu machen. Fanden wir eine gute Idee soweit und dementsprechend wird es jetzt gerade umgebaut. Das habe ich heute mal den Fahrstuhl hier erweitert, weil ich glaube, dass der Originalbauer das nicht so hundertprozentig weiß. Ich hoffe, der ist jetzt nicht böse, dass ich das gemacht habe. Ich denke, das macht so Sinn. Komm mal schnell runter und schnell wieder nach oben. Gehen wir mal weiter. Auch hier zum Beispiel, hier unten haben wir kein Glas vor. Hier ist das Glas vor. Ich würde das Glas entfernen. Meine Meinung. So, geht's weiter. Hier draußen haben wir einen Magieplatz. Sehr schön gestaltet. Schön mit dem Baum und den Magiebereichen. Da glockt einer. Okay. Hier vorne kommt ein Wolfskopf. Hier ist auch wirklich cool. Also komplett aus Holz gemacht und innen drin ein Nevertor. Draußen Sitzgelegenheiten. Auch alles schön natürlich eingebaut. Ich denke mal, die Bäume sind auch alle erstellt worden. Die sind so nicht gewachsen. Dann kommt hier drüben eine Burg, die ist gerade im Bau. Die sieht jetzt schon ultra genial aus. Also wirklich, wirklich, wirklich cool. Farblich stimmt das richtig super. Mal sehen, wie die Einrichtung wird. Draußen kann man was anpflanzen. Hinten ist ein Besucher. Dann kommen hier Waldhütten. Ja, ich glaube, ich duck mich lieber. Ich habe immer das Gefühl, ich rasiere mir hier den Kopf ab. Ich hätte das ja einen Stein höher gebaut, aber okay. Daneben wurde ein zweites Haus gebaut, in der gleichen Machart. Dadurch passt das gut zusammen. Finde ich auch gut, dass das so gemacht worden ist. Einer gibt was vor, der andere baut es dann ähnlich. Hier draußen wird das Holz gelagert. Hier ist ein Schießstand, leicht und schwer. Finde ich auch sehr cool. Vor allem, wenn man einen Bogen mit Unendlichkeit hat, dann braucht man nicht so viel Pfeile verbrauchen. Hier wird demnächst ein Turm entstehen. Wurde schon der Platz festgehalten, der soll so hinter dem Wald stehen. Ein bisschen überwegragen, denke ich mal. Auch nicht mehr ganz heil sein, wenn ich das richtig verstanden habe. So, dann haben wir hier einen Teich nochmal auf die andere Seite und einen Baum, der auch komplett erstellt worden ist. Ich glaube, hier ist so gut wie kaum ein Baum, außer der hier vom Wald. Natürlich gewachsen.
Dann habe ich hier einen Berg, der ebenfalls komplett erstellt worden ist. Und hier geht es in den Dungeon. Den habe ich heute gebaut. Ich glaube 2 Stunden lang. Ich habe noch nie einen Dungeon gebaut. War interessant. Aber das sollte ja auch alles ein bisschen natürlich wirken. Mit Abstufungen, verschiedene Arten von Steinen. Hier unten habe ich dann die Mine, wo das dann hier hinten zu den Abbaugebieten geht. Mit der Schienenbahn. Ein Raum da, wo derjenige, der in der Mine arbeitet, auch schlafen kann. Und dann haben wir hier noch eine Höhle. Duster ist das hier. Aber ein bisschen mystisch gehalten. Das Ganze hier mit leichtem Licht durch. Wir nehmen doch mal die Seegurken. Hier kommt das Wasser runtergelaufen, läuft unter durch, ein kleiner Bach. Na, heute hakt das Server ganz schön. Ich will noch darüber. Geht es hier runter. Das Wasser kommt dann runtergelaufen, kommt dann hier rein, einen kleinen Teich. Auch hier wieder ein bisschen Licht gemacht, damit das alles ein bisschen wirkt. Und dann hat man hier unten durch noch eine Höhle. Schön mit Moos gehalten, mit Topfblättern, mit Lorbeeren, die Licht machen. Die werden jetzt noch wachsen, da wird aber noch ein bisschen mehr Licht hier sein. Tropfsteine sind hier drin. Verborgene Bereiche so ein bisschen. Bisschen interessant gemacht, dass wenn man hier rumläuft und sich das anguckt, dass man nicht einfach nur reingeht und sagt, oh ja, ist schön, das war's. Sondern man kann auch ein bisschen mehr entdecken. Nicht so groß gehalten, weil wir auch alle gucken müssen, dass wir mehr auf dem Plot bauen können. Wenn jetzt jeder riesengroß baut, dann werden wir hier ja nicht mehr viel hinbekommen. So, dann gehen wir hier wieder raus. Und sind dann auch wieder mit der Tour eigentlich am Ende, weil jetzt sind wir wieder vorne am Startpunkt angekommen. So Leute, das war's mit dem Video von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Besucht hier die Plot mit PV Fam Street FAMSTREET. Dann kommt ihr hierher und könnt euch gerne umgucken. Nicht wundern, wenn ihr es eingebt, ihr findet den Plot nicht unter der Liste von den normalen Plots, weil das was extra ist hier. Und es dauert auch einen kleinen Augenblick, bis er verbunden hat, weil das ein Alias ist. Also der Plot heißt eigentlich anders. Durch den Alias dauert es einen Augenblick, bis die Adresse aufgelöst ist und man hier ankommt. Also kommt gerne vorbei, lasst ein Like hier, wir würden uns freuen. Und wenn euch das Video gefällt, macht auch ein Like und abonniert mich, dann freue ich mich auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, euer Bertax. Ciao, ciao.